Ich war's zurück mit meinem kleinen Smalltech. Zahnspange ist drin, ich bin so happy. Hallihallo, wie geht's euch alle? Ich habe ein paar sehr gute Neuigkeiten. Ich werde heute mal so einen richtig langen Vlog machen. Also jetzt nicht so, keine Ahnung, eine Stunde lang, nein, sondern so über ganz viele Tage. Und zwar bekomme ich eine feste Zahnspange. Juhu, endlich! Applaus, Applaus. Also ihr wisst ja, ich habe ja eigentlich schon eine, aber die war halt lose, damit konnte mich keiner verstehen. Also hatte ich sie dann auch fast nie an. Dann hatte ich sie nur noch nachts an, das war dann nicht mehr genug Zeit. Also bekomme ich jetzt eine feste, da freue ich mich schon richtig doll drauf. Und ich finde das so cool, weil ich weiß ja, ganz viele von euch bekommen auch eine, ganz viele von euch haben schon eine. Aber das ist nicht nur cool, nein, das geht ja nicht. Ich bekomme heute noch eine Zahn-OP. Heute werden bei mir 4 Zähne gezogen. Zum Glück sind es nur so Milchzähne. Ein paar von denen haben sogar gar keine Wurzel mehr. Aber bei mir wurden noch nie Zähne gezogen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Angst. Ich habe schon ganz viele von euch auf Insta gefragt, wie das so war. Ihr habt ja gesagt, keine Sorge, Ava, alles ist okay. Du wirst überleben. Aber trotzdem habe ich irgendwie Angst. Also will ich jetzt nochmal kurz Zähne putzen gehen. Und ich denke, da müssen wir schon los. Ich werde jetzt nicht mitfilmen, wie ich mir Zähne putze, weil ihr wisst ja, wie das funktioniert. Das ist nicht das Interessanteste der Welt. Ich bin jetzt nochmal auf dem Weg hoch, weil das noch eine Sache, die ich holen will. Weil ich mache erstmal das Licht an. So, diese kleine Maus, die habe ich mal Döner genannt. Ich finde die so süß, die habe ich mal in einem kleinen Laden gekauft. Und ich denke, es wäre lustig, wenn ich die mitnehme. Okay, Döner, wir gehen jetzt erstmal los. Oh, ich bin immer noch so aufgeregt. Wir sind jetzt da und ich habe mir nochmal überlegt, ich denke, es ist eine gute Idee, nochmal meinen Schmuck auszuziehen, weil ich weiß ja nicht, wie ich mich später fühle. Und sicher ist sicher. Ich denke, wir warten nochmal ein bisschen im Auto oder sollen wir jetzt schon mal reingehen? Ich glaube, wir können schon reingehen. Ja. Hallo, ich mache mal ein Update. Sorry, wenn ihr mich jetzt nicht so gut verstehen könnt. Es fühlt sich sehr komisch an zu sprechen. Hier, Löcher. Yay. Ich sitze jetzt auf dem Sofa. Mama sagt, ich soll den Rest von dem Tag so chillen, einfach ruhig bleiben. Ich habe einen roten Fleck auf meinem T-Shirt. Blut. Sehr schön. Es war eine gute Idee, ein weißes T-Shirt heute anzuziehen. Nein. Ich werde jetzt nochmal hier Pudding essen. Also eher gesagt Wackelpudding. Echten Pudding darf ich nicht trinken. Kriegen, essen. Und ich gucke jetzt noch ein bisschen Netflix. Ich habe hier einen Löffel. Pudding, okay. Es wird einfach schwer. Gute Neuigkeiten, ich hab's hingekriegt. Gefühlt esse ich gerade beim 5-Sterne-Restaurant. Ich meine, schaut euch das an. Neues Update. Ich bin immer noch auf dem Sofa. Baby da drüben ist auch richtig fröhlich. Und ich habe mir nochmal was zu essen geholt. Das ist hier Rührei mit Salami. Ich wollte mal wieder was Richtiges essen. Und ich hatte eben gerade richtig Hunger und es ist lecker. Übrigens habe ich noch mehr gute Neuigkeiten. Mir geht es jetzt auch viel besser, wirklich. Bald wird, denke ich, alles schon wieder verheilt sein bis morgen. Das denke ich jetzt schon mal. Ich bin jetzt nochmal rausgegangen. Ich brauchte nur ein bisschen frische Luft. Ich habe mich nochmal umgezogen. Er gesagt, mein T-Shirt umgezogen. Endlich mal das blutverschmierte Shirt ausgezogen. Und ich wollte jetzt einfach nochmal wirklich raus. Ich wollte eigentlich schaukeln, aber mir wurde gesagt, das darf ich jetzt nicht. Also werde ich einfach nur auf der Schaukel sitzen. Klappt eigentlich auch. Rennen darf ich auch nicht. Guten Morgen, bei mir ist es eigentlich guten Mittag. Willkommen bei Tag 2. Ich mache jetzt mal ein kleines Update. Ihr wisst ja, ich bin nicht in die Schule gegangen. Es ist gerade 12, ich bin um 11 aufgewacht. Ich dachte, ich könnte jetzt Sachen essen, die nicht eine Flüssigkeit sind. Aber nein, kann ich morgen nicht. Ich dachte, alles wäre jetzt erstmal verheilt, aber mein Mund schmeckt nach Blut. Yay. Ich esse hier auch noch zerquetschte Banane. Nicht so lecker, wie man denkt. Ich habe auch noch nicht so fit geschlafen. Ich hatte einfach gestern keine Lust, mich umzuziehen. Und ich gucke jetzt da bei Netflix. Leute, ach, Send Help. Ich hatte jetzt mal was richtig Cooles angekommen. Und zwar meine Sommerkollektion für dieses Jahr. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin einfach so happy. Die Designs wurden so süß. Wir haben wieder ganz viele T-Shirts und nochmal eine Tote Bag. Ihr wisst ja, ich liebe einfach Tote Bags so doll. Wir machen wieder so einen Van-Look. Das haben wir ja letztes Jahr gemacht. Das fand ich einfach so sweet. Das mussten wir nochmal machen. Das könnt ihr dann alles unter www.alsilber.shop finden. Und ich mache dann, denke ich, schon, so denke ich, übermorgen die Produktbilder. Da freue ich mich schon richtig doll drauf. Und übrigens, wisst ihr ja noch, ich habe jetzt zum Store Secrets. Die findet ihr dann übrigens auch noch in meinem Shop.
Jetzt essen wir erstmal Mittagessen. Ich esse wie gestern nochmal hier Rührei und Salami, aber diesmal noch mit Kartoffelbrei. Und Mama isst was Richtiges. Wegen meiner Wunde im Mund darf ich ja leider nur Sachen, die richtig weich sind, essen. Nach meinem Update, Mama und ich spielen gerade nochmal Spiel des Lebens. Und zwar, hier, davon gibt es eine App, die macht so viel Spaß. Das ist jetzt dann unsere dritte Runde und die letzten zwei habe ich mal gewonnen. Ich habe mir nochmal ein Eis geschnappt. Mama holt sich gerade nochmal ein Stück von Cherry Pie. Das hat uns gestern Papa nochmal gemacht. Oh mein Gott, ich habe gerade bemerkt, wie rot ich bin. Und ich mache dann gleich nochmal ein Mini-Haul. Eis gegessen, Mama hat ihren Cherry Pie gegessen. In der letzten Runde habe ich leider nicht gewonnen. Das war sehr, sehr traurig. Aber jetzt wollte ich nochmal meinen kleinen Mini-Haul machen. Fruit Loops mit Marshmallows. Das ist so amerikanisches Müsli. Schmeckt so gut. Und dann hier nochmal so eine Slime-Box. Die sind so cool. Die sind so geil, so satisfying. Aber wenn ihr euch fragt, warum ich die alle bekommen habe, gestern sind die angekommen und die habe ich so als Trost in der Art bekommen. Weil gestern hat es ja schon in den ersten zwei Stunden schon wehgetan. Aber was das Traurige, das sehr Traurige ist, die Fruit Loops kann ich noch nicht probieren. Die sind halt so lecker. Und das isst man ja dann mit Milch. Ich meine, das ist Müsli. Und ich darf noch keine Milchprodukte trinken oder essen, weil anscheinend haben die dann so kleine Bakterien und das entzündet dann meinen Mund. Ich will keine Entzündung in meinem Mund haben, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich die leider noch nicht probieren. Aber ich werde die dann nächsten Montag probieren. Sonst gehe ich dann gleich nochmal mit meiner Mama raus. Wir reden, wir quatschen noch ein bisschen. Ich denke, ich gehe dann nochmal einfach in den Garten. Aber sonst werde ich in den nächsten Tag gar nichts machen. Vielleicht zeige ich dann nochmal, wie ich mich probiere. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall nächsten Mittwoch. Da bekomme ich nämlich meine neue Zahnspange. Meine Damen und Herren, heute ist der große Tag. Wir müssen eigentlich schon gleich los. Deswegen muss ich das jetzt eigentlich ein bisschen schnell machen, weil ich habe verschlafen. Das ist ein kleines Problemchen, weil wir müssen um 8, denke ich, da sein. Und es ist gerade schon, denke ich, 7.30 Uhr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe hier so kleine Zöpfchen gemacht. Ich weiß, die sind schief, aber Hauptsache die Haare sind aus dem Gesicht. Ich habe schon gegessen, zweimal Zähne geputzt, all das Normale. Ich hatte auch ein bisschen Neurofen bekommen, wenn es dann mittendrin so ein bisschen irgendwie wehtut. Also das ist jetzt okay. Und heute durfte ich zu Hause bleiben. Ich meine, wenn der Termin um 8 ist, müsste ich eigentlich in der also zu Hause bleiben. Aber ich nehme euch dann jetzt erstmal so ein kleines bisschen mit. Es war jetzt komisch, dass ich das erzählt habe. Das wisst ihr schon. Wir sind jetzt erstmal fast da. Wir sind nur ein kleines bisschen zu spät gekommen. Wir müssen jetzt erstmal noch einen Moment warten. Dann fängt es an. Ich will mir erstmal anschauen, wie schön mein Lächeln sein könnte. Oh mein Gott, eure Eva ist zurück mit meinem kleinen Smiletech. Zahnspange ist drin, ich bin so happy. Das war jetzt nicht das angenehmste der Welt. Wir waren da auch viel länger, als ich dachte. Ich denke, wir waren da von 8 bis 11, also viel länger, als ich dachte. Ich dachte, es wird nur so 5 Minuten dauern. Nein, es war sehr unangenehm, deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel mitgefilmt. Weil ich hatte dauernd so ein Ding im Mund, das meinen Mund auch aufhält. Und dabei sind meine Lippen so ein kleines bisschen eingerissen. Ja, das kann man jetzt nicht so gut sehen. Wir haben vielleicht immer Labello draufgegeben, aber jetzt meine Lippen trotzdem so eingetrocknet. Die Kieferorthopäden war aber so lieb, wirklich. Ich durfte mir dann auch noch so die Farben für die Gummis aussuchen. Ich habe am Ende einfach nur Silber genommen, weil ich hatte nicht wirklich Lust, was richtig Knallbuntes im Mund zu haben. Und ich bin eine Person, die ihre Meinung immer so schnell ändert. Ich hätte dann Grün genommen und dann zwei Stunden später hätte ich gesagt, Mann, ich wünschte, ich hätte Rot genommen. Also, Silber ist jetzt die Farbe, die ich im Moment habe. Ich habe gehört, am zweiten und dritten Tag soll die Zahnspange noch so richtig schlimm sein. Und dann am vierten hätte man sich schon dran gewöhnt. Also vlogge ich dann morgen auch noch ein bisschen mit. Also halte da schon mal die Augen auf. Die haben uns auch eine Goodie-Bag gegeben. Im Prinzip. Also Spezialsachen noch für die Zahnspange. Da mache ich dann morgen auch so ein Mini-Haul. Und es wäre eigentlich auch richtig schade gewesen, wenn ich nicht richtig essen könnte. Weil morgen, ja gesagt, es wäre richtig schade, wenn ich morgen nicht richtig essen könnte. Weil da habe ich ein Schulfest. Da freue ich mich schon so doll drauf. Da haben wir dann Donuts, Zuckerwatte, Cake Pops, Kuchen. Und dafür freue ich mich schon wochenlang drauf. Also drückt mir die Daumen, dass ich da noch richtig essen kann. Übrigens, ich denke, morgen müssen wir dann immer so zwei, drei Sachen einkaufen gehen. Und zwar, wie gesagt, für die Zahnspange. Aber ansonsten habe ich gar nicht wirklich viel gemacht. Es war so warm draußen, da konnte man eigentlich gar nichts wirklich machen. Aber ich gehe dann jetzt gleich nochmal in den Pool. Ich habe gerade bemerkt, ich sehe so fertig aus.
ich muss gestehen, gestern Nacht konnte ich eigentlich auch richtig schlecht schlafen. Ich war einfach so nervös. Ich weiß eigentlich gar nicht wirklich warum. Übrigens, was ich vergessen habe noch zu zeigen. Als ich wieder zu Hause war, habe ich mich sofort ganz bequem angezogen. Mal so eine Kuschelshorts. Ich liebe die immer so doll. Und dann nochmal ein T-Shirt aus meiner Sommerkollektion. Die gibt es nur nicht in meinem Shop. Und zwar erst könnt ihr den am 1.8. kaufen. Ich bin jetzt nochmal im Pool, um mich nochmal abzulenken. Und ich melde mich morgen nochmal. Tag 2. Die Nacht war Schrott, kann fast gar nichts essen, Zahnspange tut weh. Ich habe viel zu erzählen. Ich konnte heute wenigstens ausschlafen, weil ich habe ja ein Schulfest. Ich habe da nur nachmittags Schulpflicht, morgens nicht, was eigentlich richtig cool war. Und ich nehme dann auch nochmal Erin mit zum Schulfest, da freue ich mich eigentlich schon richtig drauf. Die kommt dann auch bald. Also das werde ich dann auch, denke ich, vielleicht nochmal zeigen. Ich habe hier ein Croissant, was ich essen wollte. Das ist mein Lieblingscroissant jemals, es ist so lecker, es ist ein Käsecroissant. Und ich konnte es leider nicht essen. Es ist zu hart. Ja, dafür habe ich wenigstens 5 Kackbällchen gegessen. Die waren so lecker. Ich kann die leider nicht zeigen. Ich habe die schon alle weggefuttert. Aber ihr wisst ja bestimmt, wie ein Kackbällchen aussieht. Und ich werde dann jetzt erstmal den Haul machen. Übrigens, wenn ihr euch wundert, warum manchmal meine Haare so nach hinten fliegen. Es ist wieder richtig warm. Also habe ich hier so einen kleinen Ventilator. Könnt ihr das einfach ignorieren, weil sonst werde ich hier vor Hitze sterben. Los mit dem Haul. Erstmal mit hier der Goodie Bag. Zahnbürste, die habe ich jetzt noch nicht probiert oder benutzt, weil ich habe nur mal probiert, meine elektrische Zahnbürste zu benutzen. Es hat richtig doll wehgetan, also ich weiß noch nicht mal, ob ich diese benutzen kann. Die ich am Ende benutzt habe, ist so eine weiche, normale. Ich denke, ich werde dann nochmal heute Abend aufnehmen, wie ich Zähne putze. Dazu haben wir dann noch so, warte, Köpfe bekommen. Die kann ich ja, wie gesagt, auch noch nicht benutzen. So eine spezielle Zahnpasta und hier dann mal so kleine Bürstchen. Mama war dann auch nochmal unterwegs. Ich bin da nicht mitgekommen. Ich war dann nämlich noch am Schlafen. Sie hat auch nochmal ein paar Sachen mitgenommen. Auch nochmal ein paar kleine Bürstchen. Dann hier nochmal so ein Wash. Warte, ich hole den mal raus. Tada, den benutzen wir dann auch so manchmal zwischendurch benutzen. Hier sind auch ein paar Sachen, die ich dann noch essen kann. Ganz viel Auswahl. Hip ist immer die beste Marke, wirklich. Also, ich habe schon eine Auswahl. Und dann noch hier so zwei Quetschis. Die habe ich früher immer so gefeiert. Ein paar Goodies. Ich wollte mal sagen, Mama, wenn du das jetzt erstmal guckst, danke, dass du die mitgenommen hast. Love you. Hier habe ich dann nochmal so Nasenstrips. Die habe ich noch nie probiert. Also, das wird dann auch nochmal interessant. Und dann noch so Anti-Pickel-Sticker. Ich liebe die. Die funktionieren immer so gut. Ohrringe. Ich liebe letztens Ohrringe. So toll. Und auch noch Silber. Und dann mal eine Sache, die wir alle schon mal probiert haben und so lecker ist. Kinderjoy. Das werde ich dann jetzt auch erstmal futtern. Erstmal Snack. Und dann machen wir weiter. Ich habe ja gesagt, ich werde dann nochmal das Kinderjoy probieren. Ich habe jetzt Angst, dass ich es nicht essen kann. Okay, es tut ein kleines bisschen weh, aber das tut es mit allem. Jetzt habe ich hier überall Schokolade auf dem Mund. Essen kann ich immer noch. Prost. Ich werde das jetzt noch erstmal fertig essen. Ich hüpfe dann gleich nochmal im Pool, bevor wir Erin abholen. Ich habe ein kleines Problemchen. Am Anfang war es noch okay, aber jeder Biss tut ein kleines bisschen mehr weh. Also ich denke, ich muss feststellen, Kinderjoy kann ich leider nicht essen. Meine Welt geht gerade unter. Ich bin jetzt umgezogen, Erin ist auch da. Hallo. Und wir gehen jetzt erstmal los. Und nach dem Schulfest zeige ich euch nochmal, wie ich Zähne putze. Los geht's! Ich bin jetzt auch schon wieder zurück. Das Fest hat so viel Spaß gemacht. Erin haben wir ja schon wieder zurückgefahren und ich werde mich erstmal umziehen. Danach, wie ich versprochen habe, werde ich dann nochmal zeigen, wie ich Zähne putze. Warum lispel ich gerade so? Ich weiß, so ein Klischee, dass man mit Zahnspangen immer so doll lispelt. Am Anfang war es bei mir nicht so, aber jetzt, mein Gott, lispel ich die ganze Zeit. Bin umgezogen, meine Kamerafrau. Mama, danke schön. Fällt jetzt die Kamera? Bitteschön. Also, es ist wirklich sehr wackelt. Hier, ich habe eine sehr erwachsene Zahnbürste. Mit der elektrischen, es klappt noch nicht, da tun die Zähne zu sehr bei Wege. Ja. Und auch übrigens, das neue Pyjama, ich wollte es gerade nur mal sagen, ich finde den so süß. Und eigentlich brauche ich das Ding nicht, aber immer wenn ich Zähne putze oder irgendwas im Bad mache, sehe ich so meine kleinen Froggy-Dinger. Ich finde es einfach so cute. Zahnpasta, benutze immer noch diese. Ich muss nur richtig vorsichtig sein, weil ein paar Zähne sind mehr empfindlich als andere. Also mit einfach wild drauf losschrubbeln ist im Moment nicht, gell? Ja, also ich darf auch nicht wirklich drücken. Ich darf einfach nur leicht drüber gehen. Leute, ich weiß nicht warum, es ist aber so crazy. Ihr wisst ja, normalerweise benutze ich immer so eine elektrische Zahnbürste. Und jetzt ein Wechsel auf eine normale ist einfach so komisch. Ich freue mich wieder, wenn ich eine elektrische benutzen kann. Ihr wisst ja, zwischen der Zahnspange hat man so kleine Lücken. Das mache ich jetzt erstmal mit diesem Ding sauber. Und Leute, ich bin eigentlich so happy. Ich dachte, es wird mit der Zahnspange schon schlimmer. Ich meine, ich kann immer noch sehr viele Sachen essen, aber jetzt auch nicht so viel. Ich bin aber da immer noch so happy. Ich habe mir wirklich echt schlimmer vorgestellt.
Da müsst ihr mir jetzt erstmal nicht zugucken. Zähne sind geputzt, bin jetzt in meinem Schlafzimmer. Ich denke, ich werde jetzt eigentlich auch schon schlafen. Bisschen früher als normal, aber ich bin halt richtig hundemüde. Und ich weiß, ich habe gesagt, das ist jetzt nicht so schlimm, die Schmerzen, wie ich dachte, aber trotzdem habe ich noch ein paar Schmerzen, aber erst wollte ich euch mal zeigen. Mein Bett ist noch immer so eine kleine Burg, weil ich hatte ja eine Sleepover mit Erin. Habt ihr eigentlich schon mal das Video geguckt, wenn nicht? Ihr weiß, was zu tun ist. Und ich fand es irgendwie so cool. Ich muss es einfach da lassen. Das wollte ich euch nur erstmal zeigen. Also wie gesagt, ich werde jetzt erstmal schlafen gehen. Normalerweise mache ich noch eine Skincare-Routine. Aber ich denke, das werde ich jetzt nicht machen. Also ich verabschiede mich jetzt erstmal. Dankeschön, dass ihr so in dieser kleinen Reise wart mit mir, wo ich so Zähne gezogen bekommen habe. Und dann auch noch neue Zahnspange. Also Dankeschön. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.